was. Ups. So, ich bin auch wieder da. So, als nächstes werde ich mein Pferd rufen. Ups. Und Richtung Camp da meine Felle abgeben. Und dann werde ich Waffen einkaufen. Tatsächlich. Hauptsächlich eine BB-Gun. Beziehungsweise ein Nagergewehr. Damit ich ein paar perfekte Pelze. Oh. Oh. Ah, okay. Geschafft. Oh yeah. Stamina increased. Sieht irgendwie falsch aus, was da gerade. Ride from Valentine to Rhodes. Less than 5 minutes. Oh. Sowas mag ich ja. Das mache ich danach vielleicht. Ich werde nach Valentine reiten. Und dann in Valentine Knarren kaufen. Und dann so schnell wie es geht nach Rhodes. Unter 5 Minuten werde ich wohl hinkriegen, denke ich. Werde ich gleich, das meinte ich mit, du hättest mich auf eine Idee gebracht, auch Essen bestellen und hoffen, dass mein Standardladen auch auf hat. Das hat er allerdings meistens. Also gehe ich davon aus, dass er heute keine Ausnahme machen wird. Schauen wir mal. Und dann wird das gleichzeitig das letzte Mal bestellen für dieses Jahr. Was ist denn das hier für ein Laden? Komm, Arthur. Wo sei mal nicht so. Kann ich hier Dinge tun? Nee. Legendary Animal Territory. Was ist denn hier für ein legendäres Tier am Start. Ach, das ist hier doch wieder Coyote, oder nicht? Das will ich mir doch jetzt mal angucken. Arthur! Ja, Kojoten. Fuck den Kojoten. Nee. Ja,
Tut ja so, als wäre das anstrengend hier. Oh, eine Lockbox. Na, jetzt sag mal. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Tatsächlich. Coin Cup. Okay. Ich kann keine Zigarren mehr tragen. Interessant. Let's go, boy. So, egal. Auf! Moin. Was ich auch machen könnte. Um Geld zu verdienen, ein paar Kutschen klauen. Ein bisschen Treibjagd hier, bevor es losgeht. Also perfekt ist es nicht, ne? Aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Gut. Bin gerade am Überlegen. Kann es sein? Oh, nee, Moment. Kann es sein, das perfekte Tierfälle nicht von der Art des Erschießens oder so, also des Erlegens abhängt, sondern davon, wie gut das Tier aussieht. Wenn man ein Tier beobachtet oder so, dann hat es Sterne. In der Regel. Wie sieht's denn bei ihm hier aus? Oh, sorry. Oh, der Arme. Kann es sein, dass ich ihn so verletzt habe, dass... Sorry. Du bist immer noch? Verarsch mich doch. Just give me a minute, boy. Ja, komm, der musste sterben. Der hätte doch nicht überlebt in der Wildnis. So. Einfach mal die Haut abgezogen, ja. Wie, das hast du die letzten Male gar nicht gesehen? Okay. Das ist ja interessant. Dann hast du tatsächlich auch nicht gesehen, wie der Gute das. Oh, warte, den muss ich noch mitnehmen.
Ich nehme an, ja genau, den kann ich nur. Ja, klar. Es gibt generell Zielhilfe, die ist auch automatisch angeschaltet. Ist immer angeschaltet. Also Zielhilfe hast du in jedem Fall. Und das könnte ich ohne auch nicht tatsächlich. Mit Controller finde ich es auch mit Zielhilfe schon ätzend genug zu Hey, zielen. boy. Oh nein, Wasser auf die schönen Felle. Sakrileg. Moment, die solltest du jetzt eigentlich nicht auspacken, aber danke. Die sind ja bald sowieso da. Turkeys. Aber ich finde es toll, wie stark vereinfacht das Häuten hier dargestellt wird. Wie schnell das einfach geht. Ich meine, den kleinen Nagern zieht er einfach so mal eben das Fell ab. Einfach so eben und vorbei. Richtig großartig. So, Hitch. So, weg damit. Alles verkaufen, beziehungsweise spenden. Vor allem aber. So, donate. Ja. Ja, heul mal nicht so viel rum. Geh einfach jagen. So, pur Boarpelt. Perfect Pronghorn Height. Scheiße. Pronghorn. Ist aber kein Buck. Ärgerlich. If only it was in better condition. Let's see what we can get for it. Ah, now I could turn this into something special. Bait kriegst du nicht von mir, du kriegst aber Wolfherzen. Good job, Arthur. Was haben wir noch? Ganz gerne Stringy Meat haben. It all counts, Pearson. So, was dann da. Sure, might as well make some money off it. Das sind die Poor Rabbit Pelts. Just make sure it goes into the pot, not your pocket. Das ist Raccoon Many Pelt. thanks. Skunk Pelt. Good Rabbit Pelt. Zwei davon. Fine, but make sure you get a good price for it. Scent Glands. Ugh. Ugh. Na, mehr kriegst du Many nicht. thanks, Mr. Morgan. Gerne. Etwas, What's the sheriff's costume all about? I've come up with some ideas for ways we could improve things around here if you want to take a look. Ich habe tatsächlich nichts. Das ist richtig traurig. Diese Upgrades meine ich. Da brauche ich halt eine ganze Menge perfekter Sachen von. Für. Und für das letzte brauche ich halt alle anderen. Der Rest, der wird ignoriert. Ja, den braucht man nicht. Glaube ich, oder? The Antlers of an Elk. Das ist alles optischer Kram. Moose. Wolf. Snakeskin. Keep my eye out for some good material. Jo. So, jetzt geht's nach Valentine.
So. Und da will ich hin. Und zwar... Wir müssen da hin. Dann gibt es eigentlich schon wieder eine Bounty oder sowas. Hier auf jeden Fall nicht. Nee, die hatten auch gar keinen Police. Police. Das ist the sound of the police. Mir stimmt aber auch nichts. Ein Strawberry denn? Nee, auch nicht. Schade. Das wäre ja nochmal interessant gewesen. Ups, wo nicht. Na, Dude, was bist du für einer? Buddy, you need to leave now. Ja, ich hau ja schon ab. Oh. Was sind das alles für unentspannte Menschen? Was ist denn das für ein kleines Hütchen hier? Wobei, eine Bombenfalle, meinst du, das gilt es jetzt abzuchecken? Ach, das ist ein Trading Post. Okay. Assorted Biscuits. Oh, Rifle Cartridges.
Dosenfrüchte. Nee, keine Bomben. Okay, Phil. Irgendwo in der Welt stecken auch 30 Dinosaurierknochen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die stecken sollen. Immerhin ein bisschen Loot. Ja, das ist gut. Loot ist immer gut. Gibt's aber sowieso generell recht viel von, tatsächlich. Wo ich jetzt hier gerade bin. Ich muss mich demnächst mal um Damn. Double Action Revolver. Der sieht echt nicht gut aus. Ew. Ja, was? Nein. So, ich bin mal gespannt, wo er jetzt hin. Weiß er, wo er hin soll? In der Zwischenzeit kann ich mein Essen bestellen. Vielleicht auch nicht. War sich da der Reiter nicht ganz sicher, wo er hin soll. Ah, ist gleich da und ich habe gleich bestellt. Das ist ja
Ein Timing Traum. Traumhaft. Deng, sagt er. Aber was bedeutet das? Ach, du wieder. Na gut. Hello, Mister. Hey, Brother. Can I get a buck, Mister? Bin gespannt, ob mit dem auch noch irgendwas passiert. Die mysteriöse Kirche, die ich nicht betreten kann. Friend. Good morning, sir. Good day, dear. All right, stranger. Hey, you. What are you doing back here? Do come in. So, what are you aiming for today? Und zwar hätte ich gerne ein paar Waffen. Namentlich eigentlich. Warte, einfach mal durch. Kettleman Revolver habe ich doch schon. Double Action Revolver habe ich auch. Schofield Revolver habe ich nicht, glaube ich. Volcanic Pistol. Die kann ich alle nicht. Litchfield Repeater. Yep, this is the one. Also. You want to make this really yours? Give it a personal engraving. Springfield rifle. The sheriff's got an app for himself at one point. Die Bolt Action Rifle habe ich auch, stimmt. Die habe ich noch nie benutzt, tatsächlich. Sort of Shotgun habe ich doch auch. Warum steht er nicht owned? Warum steht er nicht owned? Repeater cartridges. No. If it weren't for all the bounties running around New Hanover,
I'd be out of business. Permanently slows. Das ist auch nicht schlecht. Upgraded Bandolier. Oh damn! You'll see a few people in town with that too. Was ich gleich noch machen werde, ist alle Waffen sauber machen lassen. Keep looking, no problem. So, die ist sauber. You keep treating that like your own child, all right? Good on you. Die ist anscheinend auch sauber. Good. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. Auch. Yeah, beautiful condition. Keep it up. Die nicht. You keep treating that like your own child, all right? Good on you. So, Fireman Rifle ist neu, Bolt Action Rifle. Bist du auch? Good. Gut. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. Rolling. You keep treating that like your own child, all right? Good on you. Rifle. Sort of shotgun. Good. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. Double Barrel Shotgun, ja, die benutze ich nie. Deswegen sind die eigentlich in bester Kondition. So. Varmint Rifle. Jetzt kann ich endlich Nagor schießen. So, Freunde der Sonne. Es ist Zeit für einen unter 5 Minuten Ritt nach Rhodes. Und zwar hierhin. Denn warum nicht? Ja, beruhig dich. Ich hoffe, dass ich auf der Zwischenzeit nicht auf irgendwelche spaßigen Dingens treffe. Wie heißt es? Bounty Hunters. Also normalerweise müsste das zu schaffen sein. Würde ich behaupten wollen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Eisenbahnlinie direkt nach Rhodes führt. Ansonsten würde ich dir einfach folgen. Also ich kann einfach auch querfeldein irgendwo werde ich schon ankommen. Down, down.
Da kann ich nicht direkt runter, da ist eine. Da ist ein Abhang, wenn mich alles täuscht. Ich folge mal dem Reh. Ah ja, sieht doch schon gut aus. Wow, nicht ganz. Fucking kidding me. Immer diese Bounty Hunter. Aha! Easy, easy. While mounted, drag a victim for... Was? Okay. Wem will ich das denn zumuten? Irgendeinem unhöflichen, würde ich fast sagen. Irgendeinem unhöflichen. Ach so, hier kann ich keine Waffen benutzen. Alles klar, stimmt, da war was. Irgendeinem unhöflichen Bounty Hunter, würde ich sagen. Oder einfach irgendeiner random Person. Das fände ich aber tatsächlich nicht so nett. Der nächste, der mich blöd anmacht. Gucken, Moment. Wieder. Ich mache auch alles kaputt. Ist ja furchtbar. So. Wer darf dran glauben? So, wie verhältst du dich zu mir? Howdy. Keep to your damn self. Okay, alles klar. Damit hast du's. Out of the damn way.
Er ist schon tot, aber ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt geschafft oder muss ich noch? Muss er dabei überleben? Es wird immer schwieriger, seitdem der sich nicht mehr bewegt. Warte, komm, wir haben es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Gleich. Ja, los. Und das geht wieder abwärts. Ui. Oder Moment. Kann das auch sein, dass ich ein Opfer im Lasso hinter mir her schleppen muss, im Sinne von er läuft hinter mir her? Ja, ich glaube schon. Ups. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Der ist ziemlich hin, ja. Das ist richtig. Oh. Moment. Ich habe das Ding tatsächlich noch nicht geschossen. Das werde ich mal ausprobieren bei den nächsten Bounty Huntern. Egal. So, der nächste, der mich ärgert, der darf hinter mir herlaufen. Vielleicht ist das gemeint. Ja. Das sind höfliche Dudes gewesen. Mit sowas rechne ich ja selten. Mit höflichen Dudes. Wenn ich jetzt hier gleich nie einfinde, dann mache ich erstmal eine Pause. Dann wird auch gleich mein Essen erscheinen, schätze ich. Und dann streame ich nachher weiter. Sofern dann überhaupt noch jemand zuguckt. Ja. Oder sind hier irgendwelche Leute unhöflich? Oh, das scheinen so Hinterwäldler zu sein. Nett. Nette Menschen. Was ist da los? Was ist hier los? Whoa, easy. Yeah. Rhodes. So, ich mach jetzt einen Kreis in die Erde. So. Nee, dann mache ich an dieser Stelle eine Pause, denke ich. Und mache dann nachher weiter, nach dem Essen. Würde ich sagen. Bis dahin. Bleibt artig. Danke fürs Einschalten. In erster Linie danke an Lars. Und an Steffen.
der ja leider nicht mehr unter uns weilt. Und dann bis später vielleicht.